Hallo und willkommen zurück. Ein Kai ist beim Zoo. Hm, sehr schön. Wenig Geld. Viel Müll. Wenig Geld. Viel Müll. Ja, denen geht's wieder gut. Bildung interessiert eh keine Sau. Jo, habe ich. Wie viel Platz brauchen wir denn? Taiwanischer Schwarzbär. 900. Oh, sollten wir ihn kriegen. Hier schön lang. Bop, bop, bop. Wie weit ist die Forschung? Mit. Dann werden wir auch nach und nach mal diese Dinger hier setzen. Das steht mit meinem Namen. Müssen wir ja auch noch machen. Alleen. In der Forschung. 3 muss ich dem mindestens bringen. Okay. Yay. Zu sagen, guck, wie ist hier sein Kommen? Die Äffchen. Ich habe wieder kein Geld. Guck mir das nicht an. Ich habe kein Geld. Und die hier Ausgaben, Stromkosten. Stromkosten sind 4000. Gut, hätten wir das. Setze ich dir erstmal darauf an. Ich brauche mindestens Stufe 5. Damit ich das sinnvoll betreiben kann. Ja, danke. Geben Sie mir Geld. Kann nichts machen. Ich habe nicht mal mehr ein Darlehen offen. 5000 aufnehmen. So. Tschüss. Negativer Einfluss? Hält sich in Grenzen, hervorragend. Arbeitsbereich. So. Hört sich an. Ja, wenn wir schon mal dabei sind. Jo, dahin. Eh kein Geld, aber wir müssen es ja eh machen. Zack. Da ist noch ein Transformator. Dann hätten wir ja an sich ja keine Stromkosten mehr. Jo, geil. Kriege ich nicht 200 für den? Dann reicht das. Sogar 500. Die Hütte kann ich nicht abreißen, aber... Kann ich dich da nicht reinsetzen? Ah, es wird schwarz. Schade. Das wäre cool gewesen. Ja, kann ich die nicht irgendwo anschließen? Bitte, bitte. Ja. Okay. Wenn das funktioniert, dann nehmen wir das. Untätig. Willst du mich verarschen? Dann entlasse ich dich wieder. Tschüss. Kostet dann nur Geld. Nein. Leute, wir sollten jetzt alles haben, oder? Versorge den ganzen Zoo mit erneuerbaren Energien. Okay. Einrichtung, Infrastruktur. Habe ich. Kein Strom. Okay, was hat keinen Strom? Das hat keinen Strom. Das ist natürlich jetzt schlecht. Aber jetzt auch nicht tragisch, ne? Auch Geld. Was kann ich verkaufen? Elsensteine. Irgendwas muss ich doch verkaufen können. Oh, hier. Verkaufen. Ja, Steine bringen Geld.
Das habe ich gelernt. Jawohl, versorge den ganzen Zoo mit erneuerbaren Energien. So, jetzt mache ich noch mehr Gewinn. Wir arbeiten das jetzt nach und nach alles ab. So, zack. Gucken wir das. Danke. Ein paar Steine haben wir noch, die wir verkaufen können. Warum gehe ich sowieso nicht hin? Gut. Oh, Steine verkaufen. Steine verkaufen und dann jetzt abzahlen. Oder wie war das? Die Verlockung ist groß, aber... Oh doch. Das wäre natürlich jetzt auch noch eine Maßnahme. Darlehen zurückzahlen. Fertig. Hier oben brauche ich sowieso nichts. Sind wir ehrlich. Okay. Jetzt können wir dich auch fertig transformieren. Ich will endlich mal mein Gehege weiterbauen hier. Noch mal. Wie weit bist du denn mit Stufe irgendwas? Okay, die paar Minuten warten wir noch. Dann können wir uns jetzt auch dem Pferd widmen. Da freuen sich auch die Äffchen drüber. Das kenne ich. Darüber freut sich jeder. Ah, komm. Zack. Und der Strohmann. Herzlichen Glückwunsch. Pferdlein und niedrigen Wohlbefinden. Was hast du denn? Versorgung. Ich glaube, du kommst da nicht raus. Der Sand fertig machen. Verlegen nach da. Ich mache das Personal mal ein bisschen. Schneller, wacher, irgendwas. Hier ist am Verhungern. Willst du mich verarschen? Hier ist nicht am Verhungern. Bringt sich nur selber in so Spiel. Ah. Hege. Ist hungrig. Ich glaube, ich stelle noch einen Tierpfleger ein. Wie weit ist der Kumpel jetzt mit dem Forschen? Geht doch. Nee, Stufe 5 kommt ja erst. Egal, wir bauen jetzt erstmal. Das können wir auch noch umsetzen. Glastür hier hin. Ja, setzen wir dich jetzt einfach hier rein. So, was müssen wir jetzt noch ändern? Wir brauchen 26 Minuten. Erforsche 3 Gegner auf Stufe 2. Das ist ja kein Problem. Wohlbefinden. Aussichtspunkte. Erreiche eine Pflanzenvielfalt in mindestens 4 Gehegen. Ach du Heiland. Aussichtspunkte. Sorry, ne? Ich bin jetzt wirklich der Meinung. Nein. Zack, fertig. So. Gut. Nee, da muss ich ins Gehege. Hier kommt der taiwanische irgendwas Bär. Ach, die brauchen Wasser, ne? Kann das sein? Kackt der Bär was Gehege. Die brauchen Wasser. Ist ja kein Problem. Hier, ihr kriegt einen Pimpel. Warum ist das ganze Wasser hier immer so dreckig? Zack.
Tag. Klettern wollt ihr auch? Was ist gar nicht. Wisst ihr, was für Klettern wollen sie auch haben? Hier. Zack, fertig. Gehege ist noch zu klein? Keine Frage. Brauche ich alles. Liebe Tierchen. Das sind schon. Zack. Eine Pflanzenvielfalt. So. Soll ich das reichen? Mann, mach doch zu, das Ding. Okay, euch geht's gut. Wir haben keinen stabilen Rückzugsort. Ah, das lässt sich ändern. Hier. Zack, Gelände. Komm. Hier, Baum. 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 So ein Baum. So ein Baum. Ist die Vielfalt 10%. Erreiche eine Pflanzenvielfalt von 20%. Okay. Müssen wir auch noch. Ich bin hier einfach viel zu lange rum, ne? Das Gehege. Der Kumpel braucht ja noch was zu futtern, ne? Wasser hat er. Zack. Ansonsten hat er doch jetzt alles. Ah, was ist denn? Was hat er denn für Sorgen? Ja, sich hin oder was? Muss mir Mülleimer pflanzen, ey. Ich krieg eine Macke hier. Wird hier wahnsinnig. Alles nach und nach jetzt. Zack. Du bist fertig. Gäste denken, das und das. Also 15. 12. Hätten wir das. Müll. Für den kann Gehege nicht erreichen. Warum? Nicht im Arbeitsbereich. Alter. Ja. Zack, tschüss. Das war das. Okay, wie sieht's hier aus mit Pflanzen? Okay, Asien, das. Okay, erst alle Filter zurücksetzen. Ist ein bisschen viel. So. Zack. Hast du es geschafft? Eine Pflanzenvielfalt von 12. So, gibt es noch welche Büsche? Hier, die. Ich verstehe jetzt nicht, wie ich. Aha, verschiedene Pflanzen. Mindestens 20%. Ausreichende Bepflanzung. Okay. So. Bitte was? Arterhaltung haben wir. Tiere in die Wildnis freilassen. Das können wir ja schon mal machen. Blauer V.
Lauer. Au, davon haben wir ganz viele. Du und du. Und du bleibst und den Rest freilassen. Hätten wir schon mal ein Tier. Weißt du was? Es. Veterinärforschung. Wir müssen aber auch erstmal noch nicht freisetzen. Mal das. So, was brauchen wir noch? Wir brauchen auf jeden Fall jetzt erstmal noch eine Barriere. Die ist entkommen. Wo denn? Ah. Tut doch nicht immer so. Wieder mal Zugang legen. Der Pflanzenvielfalt. Zack. Was können wir jetzt noch für Tiere holen? 1000. Amur-Leopard. Ich habe aber nur einen. Oh, Panda ist auch geil. Männchen, Weibchen. Zack. Das Gehege noch einfärchen. Oh, hier müssen wir echt eine andere Strategie noch überlegen. Ah, bleiben Sie hier. Ja, eins. Das verstehe ich noch nicht so ganz. Tiergespräch im Jahr. Man hat nicht einfach auf. Irgendwie. Panda schon drinne. Panda. 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 Panda sind beliebt. Mach das jetzt einfach, komm. Zwei Ausbilder. Upsi. Das so funktioniert. Ich weiß es nicht. Ich würde das auch im Arbeitsbereich einfügen. Zack, 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 zack. So, Veterinärforschung. Ja, das ist ja kein Problem. Machen den V noch fertig. Na. Anna braucht auch erstmal einen Unterschlupf. Hier, für dich. Nur für dich, Hase. Zack. Was zu trinken. Blättern will er auch. Wie wir alle wissen, bräuchte er eigentlich auch einen Babysitter. Da hat er trinken, hat er das, hat er. Spielzeug braucht er noch. Der arme Panda. Kann ich auch nicht ohne Spielzeug saufen lassen. Oh, hier, komm. Bäm. Bäm. Geht's jetzt gut? Na, Lebensqualität. Okay. Zack. Zack. Hat da. Ha. 100%. So, was sind die Pflanzen? Vielfalt. Okay. Bam, bam, bam. Zurücksetzen. Okay, wir brauchen eine Vielfalt. Niedrigen Wohlbefinden. Ich glaube, ich muss hier eigene Gehege bauen, damit ich auf die Pflanzenvielfalt komme. Richtig, ich habe jetzt 14. Ich
Bin überlegen, ob ich diesen Zugang einfach dicht mache. Mit denen einfach ein neues Gehege baue. Ich glaube, das ist der Way to go. Kann ich jetzt mittlerweile schon? Jawohl. Dann nehme ich die raus. Das ist. Dahin. Und zwar genau zur anderen Seite. Perfekt. Noch Zugang. Sollte ja funktionieren. Danke. Gehege 6. Ja, die Schuppentiere kommen erstmal raus. Schuppentier. Du musst hier einzelne Gehege bauen, damit du überhaupt da drauf kommst. Okay. Gehege 6. Ganz im Ernst, Gehege 6 machen wir platt. Hier ist nichts los, aber wir lassen das Gehege. Okay, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Können wir noch ein Schuppentier in die Wildnis freilassen? Schuppentier. Kann das Gehege nicht erreichen. Okay. Auf jeden Fall machbar, ne? Keine Frage. Definitiv machbar. So, ich mache das jetzt mal weg. Hier kommt das Schuppentier rein. Hier, zack. Zack. Dann braucht das Schuppentier noch eine kleine Hütte. Einfach weil es geht, weil ich sie ganz gerne habe. Was jetzt denn kommen? Geil. Was ist denn jetzt denn kommen? So. Noch irgendwas auf Stufe 2 bringen? Ja, hier kommt. Das haben wir. Prozent nur noch Vielfalt hochpushen. Okay, wie geht's euch? Ihr müsstet ja Gelände, ja. Was fehlt euch denn noch im Gelände? Mehr Erde. Ja, das lässt sich alles einrichten. Was? So, Gras kurz. Haha. Wir brauchen wieder mehr Erde. Gut. Jetzt machen wir weg. Das. Irgendwas jetzt hier reinschmeißen. Auch Vielfalt. So, jetzt bin ich immer noch bei 16% oder bin ich jetzt schon immer noch bei 16%? Ja, komm, kostet noch davon ein paar. Davon noch ein paar. 17%. Davon noch ein paar. Davon noch was. Davon noch was. Gut, aber wir machen ja in der nächsten Folge weiter. Bis dahin. Ciao.